Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feines Grillen Barbecue. Heute gibt es was richtig Cooles, und zwar die Dinger hier. Gyros-Schnecken. Und wie man die macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Für unsere einfach, schnell und leckeren Gyros-Schnecken brauchen wir ein paar Sachen. Als allererstes brauchen wir Gyros-Gewürz, da habe ich jetzt hier meins. Das ist meine Gewürzmischung. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr die kaufen oder natürlich selbstverständlich nachmischen. Nachmischen, da habe ich ein PDF-Rezept direkt hier drunter, das geht dann hervorragend selber. Über Kaufen freut mich natürlich auch. Dann haben wir hier Blätterteig, Fleischkäse und die riebenden Gouda-Käse. An Zubehör habe ich hier noch so ein, wie heißt das Ding, Frau? So ein Streicher? Ein Teigschaber. Ein Teigschaber, ja. Schönes Wort, wie ihr was dazu gelernt. Ein Backblech und ein Löffel und natürlich, wie immer, wenn wir grillen, hier sieht man es, scharfes Messer und ein Brett. Als erstes rollen wir mal hier unseren Blätterteig so aus und legen eine Himmelsrichtung fest, in welche wir die nachher zusammenrollen wollen. Ich werde das nachher so zusammenrollen, dann haben wir nämlich ein paar Schnecken mehr. Man könnte es auch so machen, dann werden die ein bisschen größer. Das könnt ihr haben, wie ihr wollt. Ich mag das in der kleineren Richtung lieber. Da schnappen wir uns jetzt unseren Fleischkäse. Den gibt es übrigens bei diesem großen, ich habe den jetzt von der Metro, ich habe den aber schon im Kaufland rumliegen sehen. Oder natürlich, was ich viel sympathischer finde, ist, wenn ihr den bei eurem Metzger holt. Das ist jetzt in dem Fall grober. Man sieht, da hat man so ein bisschen so Fleischstücke drin. Jetzt nehmen wir uns noch ein paar schöne, eine schöne Portion, legen wir uns da oben drauf. Und fangen die an mit unserem Teigschaber. Teigschaber, ne? Ja. Mit dem Teigschaber zu verteilen, dass er ungefähr nachher relativ gleichmäßig bedeckt ist. Man sieht, der hält ganz gut unten an dem Blätterteig. Ja, mal mehr, mal weniger. Ja. Jo, jetzt nehmen wir praktisch unsere Würzmischung und streuen die, naja, schon fast so viel, also relativ dünn oben drüber. Weil die hat relativ viel Bums drin. Und die sollen uns ja hier nicht den gesamten Geschmackssinn verderben. Also ich habe jetzt hier so ein bisschen mehr als ein Teelöffel werde ich nehmen. So, das ist aber relativ gleichmäßig. So, guck mal hier. So verteilen. Wenn der Typ bei euch nicht so wenig ist wie bei mir, geht das vielleicht noch ein bisschen besser. Wenn wir ein bisschen Nestchen haben hier, dann streichen wir diesen Stück weit breit. Mal hier, das kann ein Stück nach unten, ein bisschen rüber. Das noch in die Richtung. Hier unten können wir dann kleben, ein bisschen wollen nicht so geizig aussehen. So sind wir praktisch jetzt erstmal schon mal fertig und jetzt rollen wir das gute Stück zusammen. Wir fangen praktisch hier an und hier drüben haben wir einen kleinen Streifen freigelassen, nachher zum Umschlagen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das noch mit Ei miteinander verkleben. Ich persönlich muss das jetzt nicht so unbedingt haben, das hält in aller Regel auch so. Und jetzt schlagen wir ihn mal um, lösen so ein bisschen das Backpapier, schön festdrücken hier, rollen das zusammen. Zack, den Rest einfach mit Schwung, und zack, und schon haben wir unsere Rolle vorbereitet. Normalerweise schneide ich immer erst, wenn ich fertig bin, aber hier fangen wir ein bisschen früher an. Und zwar machen wir hier immer so zwei Finger breit, also zwei von meinen Fingern. Schneiden wir immer hier so rüber, sehen wir sie schon. Zack, und schneiden das in so schöne, kleine, handliche Häppchen. So sehen die Jungs jetzt von innen aus. Ich denke, das verspricht schon mal viel. Wenn die nachher fertig sind, sehen die vermutlich noch einen Tücken besser aus. Und jetzt nehmen wir sie und setzen sie auf unser Backblech. Ich habe jetzt hier so ein Pizzablech. Tut eigentlich jedes andere Blech auch. Verteilen die so halb wie es gleichmäßig. Und dann tun wir sie gleich in den Grill. Jetzt nehmen wir das Blech und dann geht es für eine Viertelstunde, 20 Minuten, das muss man mal gucken, wie es wird, indirekt auf den Grill. Also ich habe rechts und links die Brenner an. Wir haben jetzt hier so 220 bis 250 Grad. Geht natürlich auch um Kugelgrill oder, ja, wenn ihr frech seid, notfalls auch im Backofen, aber dann wirklich nur, wenn es draußen stürmt und schneit. 10 Minuten sind um. Riechen tut es schon richtig lecker, mal schauen. Ja, da hat sie recht. Guck mal hier. Oben siehst du schon richtig, wie von dem Fleischkäse so dieses Fett ein bisschen austritt, ne? Und mit diese ganzen Würze mitnimmt. Aber wir sind jetzt nicht hier, um zu gucken, sondern um noch den versprochenen Käse oben drauf zu geben. Da habe ich jetzt so praktisch den Gouda mit so einem ganz feinen Hobel so zu Schnee verarbeitet. Man könnte auch kleine Stückchen drauflegen, aber naja, ein bisschen Spielerei muss ja sein am Grill. So. Dann packen wir jetzt überall praktisch oben drauf. Und dann schließen wir den Deckel nochmal für 10 Minuten, weil dann sollte der Käse so fein wie der jetzt ist auch gleich verlaufen sein. Und ich vermute, unser Blätterteig ist bis dann auch so weit, wie er kommen konnte. Und geht fast hier noch auf. Habe ich wieder gut abgemetert, würde ich fast sagen. So, und hier noch ein schönes Stück
Und den Rest kriegt der hier, wo so ein bisschen wenig drauf ist. So, und jetzt Deckel nochmal runter. Der Garten ist schon richtig mit Duft erfüllt. Und jetzt gucken wir mal rein. Das sieht hervorragend aus. Und wir nehmen sie jetzt runter. Ja, jetzt muss er wieder einer kosten. Und naja, ich bin ja so nett und mach das. Hier drüben, das mag ich sehr gerne, wenn der Käse da so runter und schon so ein bisschen aufgeknuspert ist. Aber geht ja um die inneren Werte, wie manchmal im Leben oder immer. Ich weiß nicht. Egal. Hm. Sehr schön. Ich höre den Schmatzen bis hierher. Bis dahin? Na gut. Ist ja kein Fehler, ist ein Feature, ist ein Qualitätsmerkmal, wenn ich schmatze, schmeckt es. Ja, und das tut es in dem Fall auch. Also sehr schön, dieser Gyros-Geschmack aus dem Gewürz kommt drin. Und es ist unfassbar, wie gut der Fleischkäse zu Gyros passt. Man kennt die ja in aller Regel so als Pizza-Fleischkäse, aber auch Gyros. Und dann direkt die Variante mit dem Blätterteig. Das ist eine coole Geschichte. Kann ich euch dringend raten, nachzumachen. Wenn ihr Spaß an dem Video hattet, folgt mich mal einen Daumen nach oben über den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar. Oder auch über ein Abo, das geht hier irgendwo auf der Seite. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut.